Mönchengladbach, da tobt seit 6 Monaten ein heftiger Streit. Es geht um einen Verein von Salafisten. Das sind besonders strenggläubige Muslime, vor denen auch der Verfassungsschutz warnt. Diese Salafisten wollen in Mönchengladbach eine Versammlungsstätte einrichten. Die Bürger aus der Nachbarschaft haben von Anfang an dagegen protestiert. Zuletzt schien sich die Stimmung etwas beruhigt zu haben, aber seit Jahresanfang gehen die Bürger wieder auf die Straße. Denn die Moschee der Salafisten, die ist zwar nach wie vor geschlossen, aber sie haben eine Ausweichmöglichkeit gefunden. Sven Lau ist Muslim, kein Normaler, sondern Salafist. Er lebt in Mönchengladbach und ist zweiter Vorsitzender eines radikalen Vereins. Woran glauben Salafisten? Allahu Akbar. Wir befolgen einfach nur den Riten des Propheten Mohammed, zurück 1400 Jahre zurück. Und auch den Koran, den nehmen wir wortwörtlich. In einem Video erklärt Sven Lau, wie er seinen Glaubensansatz umsetzen will. Er wirbt für einen eigenen Kindergarten. Wir haben vor, einen Kindergarten aufzumachen, weil es in Deutschland, subhanallah, gibt es keine Bildungsstätten für unsere Kinder. Und warum sollten wir immer unsere Kinder in Kindergärten bringen, da wo die Schlechtes beigebracht bekommen, da wo sie Weihnachten lernen, da wo sie lernen, mit Laternen umzugehen oder sonstiges. Und wir sind nicht mal davor geschützt, dass sie da vielleicht kein Schweinefleisch essen. Der Verfassungsschutz warnt vor der radikalen Ideologie des Vereins, der gezielt unter jungen Erwachsenen missioniert. Die Salafisten haben in Mönchengladbach ihre Zentrale errichtet. Vor 6 Monaten schließt die Stadt ihre Moschee wegen fehlender Genehmigung. Sven Lau hat nun 2 Wohnungen angemietet. Dort treffen sich fast 50 Salafisten zum Gebet. Seit dem Spätsommer 2010 kämpft Jutta Wimhöfer gegen den Salafistenverein in Mönchengladbach-Eiken. Ich möchte, dass dieser Verein verboten wird und dass die damit hier raus sind und nicht nur aus Eiken raus sind. Ich glaube, ob Braunschweig oder Hamburg, keiner will sie haben. Rückblick. Aus Protest gegen die Schließung ihrer Moschee blockieren Salafisten im September 2010 den Marktplatz in Mönchengladbach-Eiken. Die Salafisten nutzen Gebete als Protestmittel gegen die Schließung ihrer Moschee. Ein solches Gebet ist der Vollzug einer religiösen Handlung und daher vom Grundgesetz geschützt. Bürger, die spontan dagegen protestieren wollen, werden von der Polizei verwarnt. Die Stimmung ist gereizt. Chefprediger der Salafisten ist Pierre Vogel. Er gab in seinen Predigten auf dem Marktplatz auch Tipps an die Kanzlerin. Kostprobe. Ich schlage vor, lassen Sie es doch einfach mal, Frau Merkel, ein Jahr für die muslimischen Jugendlichen, zum Beispiel in Neukölln von den ganzen Gangs und so, die schon wieder einführen. Das heißt, für Ehrenmord gibt es die Todesstrafe, für Klauen, Raub gibt es die Hand ab. Und da wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze nach einem Jahr dort entwickelt. Für Jutta Wimhöfer ist die Grenze der Toleranz erreicht. Sie hat sich organisiert und will nun ein Bürgerbündnis über die Konfession hinweg organisieren. Dafür wagt sie sich auf ungewohntes Terrain. Der Parkplatz einer türkischen Hinterhofmoschee. Sie wartet auf Wilfried Schulz. Gemeinsam wollen sie den Imam der Moschee besuchen. Hallo Wilfried, bist du Hallo. Sommer? Ja. Warum sind Sie denn heute hier? Ja, wir wollen uns mal beschnuppern. Und darüber hinaus wollen wir das, was ich hier bei mir habe, eine Einladung zu unserem Mannersfest überbringen. Und sie wollen Bündnispartner gegen die Extremisten gewinnen. Woher soll ich wissen, was die wollen, ruft der Mann auf Türkisch. Wer hat die denn eingeladen? Die alten Herren sprechen kaum Deutsch. Dann eilt der Stellvertreter des Imam zur Hilfe. Wir wollen Sie auch gar nicht überfallen. Wir wollen eigentlich nur unsere Einladung abgeben zu unserem Fest auf dem eigenen Marktplatz. Also, ja, ich danke Ihnen sehr und viele Grüße nochmal. Die Einladung für die Feier haben Sie nun überbracht. Ob die Muslime kommen werden? Von all dem bekommt Sven Lau nichts mit. Die Proteste der Bürger hätten ja sogar etwas Gutes, meint er.
Leute, die gar nicht gebetet haben, die kamen auf einmal und haben angefangen zu beten. Dann Leute, die sich nie für den Islam interessiert haben, die haben uns auch nicht mal gegrüßt auf der Straße, waren auch Nachbarn. Auf einmal kommen die zu uns und fragen, die haben mal, seid ihr wirklich so? Und mit denen verstehen wir uns jetzt und jetzt grüßt man sich. Mhm. Also diese Sachen sind dann auch zustande gekommen. Der eine oder andere hat den Islam dadurch angenommen. Januar 2011. Die Bürger demonstrieren wieder gegen die Salafisten. Deren neue Strategie scheint aufzugehen. Die Gemeinde betet jetzt in Mietwohnungen. Sie berufen sich auf den Schutz der Privatsphäre durch das Grundgesetz. Die Bürger wollen das nicht hinnehmen. Der Streit wird härter.